Lauren Gillis wurde in den Schmutz gezogen. Sie hatte von einem erfolgreichen Leben und einer Blitzkarriere in Hollywood geträumt, doch was die gebürtige deutsche Lauren Gillis stattdessen bekam, waren üble Schlagzeilen, heftige Anschuldigungen und das Gefühl, am Abgrund zu stehen. Als damalige Nanny war Lauren Teil der erbitterten Scheidungsschlammschlacht zwischen Sängerin Melanie B., 46, und Filmproduzent Steffen Belafonte und galt zwischenzeitlich sogar als triftiger Grund für das Eheaus. Nach einem schmutzigen Gerichtsstreit hat die 30-Jährige jetzt allen Mut zusammengenommen, um erstmals öffentlich über ihre schlimmen Erlebnisse zu sprechen. Wie sie heute über ihre angebliche Dreiersex-Beziehung zu dem einstigen Promi-Ehepaar denkt, verrät sie im Video. Das Höllenfeuer vor Gericht. Lauren Gillis war jung und naiv, als sie 2009 von Deutschland nach Los Angeles gezogen ist, um ein Leben in Saus und Braus zu beginnen. Dass sie schon wenig später von Prominenten durch den Dreck gezogen werden würde, hätte sie damals wohl nicht für möglich gehalten. Fast 10 Jahre lang arbeitete Lauren als Kindermädchen für Mel B. und Steffen Belafonte, die sie in einer Bar kennengelernt hatte. Doch die Beziehung soll sich nicht nur auf das Geschäftliche beschränkt haben. Wie aus Gerichtsakten hervorgeht, soll Lauren eine sexuelle Verbindung zu dem damaligen Ehepaar gepflegt haben, sogar von Sex zu dritt ist die Rede. Offenbar eine Sache, die Mel B. nie so richtig akzeptieren wollte. Als ihre Beziehung zu Steffen plötzlich scheitert, entfacht ein regelrechtes Höllenfeuer vor Gericht, in dem auch Lauren nicht ohne Blessuren davonkommt. Die deutsche Nanny wird als Ehebrecherin betitelt, ihr wird zudem vorgeworfen, mit Steffen Psychospielchen gegen Mel B. geführt und sie mit Sextapes aus den gemeinsamen Nächten erpresst zu haben. Alles nur übles Gerede, wie Lauren behauptet. In einer Verleumdungsklage gegen Mel B. kann sie das Gegenteil beweisen und ihren schlechten Ruf zumindest zum Teil wieder kitten. Rund 2 Millionen Euro Entschädigung soll sie infolge einer außergerichtlichen Einigung von dem Ex-Spice Girl erhalten haben, doch ihre Wunden wird dieses Geld wohl niemals heilen. Wie schlimm es zwischenzeitlich um Lauren stand und wie die 30-Jährige mittlerweile lebt, hat sie RTL im Interview verraten.